das sind Ersatzteile, die übergeblieben sind. Aufkleber, ich habe die Baumstämme hab jetzt nicht aufgebracht hier gehabt. Keine Trainer, die Pinzette, die sehr gut ist. Für was zeige ich euch dann noch? Später wird dann auch ein kleiner Schaukelstuhl gebaut und natürlich das Schaf. Das stellen wir jetzt mal auf die Seite. Bauschnitt 2, 3, 4, wie ihr eben gesehen habt, ist hier der Innenbereich sehr ausgestaltet, hier mit dem Badezimmerbereich, hier die Küche, die Sesseln, das ist eine ganz gute Geschichte gewesen, dass man die einbaut hat, so Bank, der Kamin hier drinnen ist auch beleuchtet, man hat es im Video eh auch gesehen, hier seht ihr die Verkabelung und vor allem was ganz interessant ist, das kannte ich nicht, aber ich bin halt nicht so oft mit Teilen, mit Beleuchtungssets unterwegs, diese Adapterstücke, so dadurch wird auch der Strom dann weitergeleitet ins nächste Stockwerk mit diesen Aufnahmen hier, ja. Hier die Beleuchtung, das wird dann hier dann so drauf gesteckt, so. Und der Strom ist verbunden. Das ist dann der Bauschnitt 2, 3, 4. Im Bauschnitt 5 baut ihr dann auch eben das Dach für das Ganze. Hier habt ihr dann den Vorsprung, den Balkon. Hier wird dann auch das Dach gebaut. Auch an und für sich eine klasse Technik. Hier verbunden mit den Brackets hier auf der Seite. Das wird dann so zusammengeklappt und kommt dann hier schön drauf. Auch hier, vielleicht ist es runter, auch hier seht ihr dann wieder die Verbindung für die Dachkonstruktionen, die dann auch wieder hier so aufgenoppt werden. Und dann hat das wieder eine Beleuchtung. Ja. Also an und für sich eine ganz klasse Idee, wirklich viele Details ausgearbeitet. Ich drehe das jetzt kurz zu mir her, dass ich es besser sehen kann. So. Tschuck. Ich habe dann gerne den Schaukelstuhl da vorne reingestellt. Hat so ein bisschen so amerikanisches Flair. Was der Schaukelstuhl da ist. Und das Schaf kommt hinten in den Garten rein. Der Baum ist ganz nett gebaut, ganz, ganz detailliert auch. Auch eine coole Technik geworden von dem Baum hier. Hat auch Spaß gemacht, den zu bauen. Was ich vielleicht noch einmal zeigen kann, ist, wenn ich das einmal runtergebe hier. Der ganze Teil hier ist der verkabelt und wie man es jetzt im Video schön sieht, hier unten sitzt die Batteriebox, die kann man eben mit USB anstecken, entweder extern zum Beispiel auf einen USB-Verteiler oder eben diese Batteriebox. Gefällt mir eigentlich sogar besser. Es ist dann auf dieser Batteriebox direkt dieser Verteiler angeschlossen, mit dem ich halt dann den Strom im Haus selbst verteilen kann. Fangen wir mit dem, also wie gesagt, super, super Interieur, super abgebildet, gefällt mir richtig, richtig gut. Was ein bisschen schade ist, sind zum Beispiel, ich drehe es zu euch, fange mit den negativen Sachen an, wenn ich hier rein drücke, seht ihr das? Das ist nicht verbunden von unten, die Platte, ja. Das ist ein bisschen schade. Es gibt allgemein nirgends Noppen zum Aufnoppen von Minifiguren, das hätte man natürlich ein bisschen besser machen können, ja. Super detailliert, das ist auf alle Fälle zu empfehlen, aber das mit diesen Aufnoppen, mit diesen Minifiguren, das kann sich ja jeder selbst dann noch nachbauen. An dem wird es, glaube ich, bei dem bei euch draußen nicht scheitern. Das ist aber wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt schade. Ja? Super detailliertes Bett, schöne Farben. Das Aufnoppen, das wäre es noch gewesen.